Hallo, mein Name ist Stefan Kettelkober und ich möchte euch nun kurz meine Masterarbeit mit dem Titel KI-unterstützte Erfassung der Personenanzahl in Bilddaten vorstellen. Der Titel klingt relativ komplex, wobei das grundsätzliche Ziel einfach erklärt ist. Ziel der Masterarbeit war es, jegliche Personen auf den übergebenen Bilddaten zu zählen. Aufgrund der Komplexität des Problems sollte es mit Hilfe eines KI-basierten Systems gelöst werden. Um das Ziel hier nun zu erfüllen, wurde ein objekterkennungsbasierter Prototyp, genauer gesagt ein YOLOv3-basierter Prototyp, erstellt. Die Funktionsweise des Prototyps soll dabei folgendermaßen ablaufen. Im ersten Schritt sollen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz alle Personen auf den Bildern gefunden und anschließend mittels Bounding-Boxen markiert werden, so wie es auf dem Bild hier zu sehen ist. Anschließend wird die Anzahl der Bounding-Boxen aufsummiert, um einen finalen Wert zu erhalten. Nach der Fertigstellung des Prototyps wurden zwei State-of-the-Art-Vergleichsverfahren ausgewählt, um die Ergebnisse der einzelnen Verfahren realistisch miteinander vergleichen zu können und bessere Aussagen treffen zu können. Um die Funktionsweise des Prototyps noch etwas zu verdeutlichen, habe ich noch zwei kurze Videos vorbereitet, in denen der Prototyp Videodaten verarbeitet. Wie vorhin schon erwähnt, werden die einzelnen Personen mittels Bounding Box markiert, die Anzahl der Boxen aufsummiert und anschließend im linken oberen Eck ausgegeben. Nun folgt noch eine kurze Nacht- bzw. Dämmerungsszene, bei der ebenfalls sehr gute Erkennungsraten erreicht werden konnten. Wie man hier im rechten Bereich sieht, erkennt der Prototyp auch Personen, die mit dem freien Auge bei Nahe nicht mehr erkennbar sind. Ein großer Vorteil des erstellten Prototyps ist, dass die Erkennung und die gesamte Verarbeitung in Echtzeit durchgeführt wird, da bei beiden Videos durchschnittliche Frameraten von über 29 Bildern pro Sekunde erreicht werden konnten. Kommen wir nun noch kurz zu den Ergebnissen des Prototyps. Als Vergleichsmetrik wird hier der Mean Absolute Error verwendet, also die durchschnittliche Abweichung zwischen den tatsächlich vorhandenen und den vom System erkannten Personen. Als Testdatensätze wurden hier der MOL, der Wistron 2019, der UCSD und der City Street Datensatz verwendet. Die aufgetragenen Verfahren sind hier in Rot die Codebasis des Prototyps mit dem Standardobjekterkennungsdatensatz COCO. In Orange der Prototyp mit einem selbst erstellten kombinierten Trainingsdatensatz bestehend aus zwei modifizierten Datensätzen und in Grün und Blau die beiden State-of-the-Art-Vergleichsverfahren. Wie hier im Diagramm zu erkennen ist, schafft es der Prototyp mit den State-of-the-Art-Verfahren mitzuhalten und schaffte je nach Datensatz gleich gute, wenn nicht sogar bessere Ergebnisse. Weiters habe ich noch einige Testbilder, die mit dem Prototyp verarbeitet wurden, vorbereitet. Wie hier im linken Bild zu sehen ist, schaffte es der Prototyp, alle bis auf drei Personen zu erkennen. Im rechten Bild konnte ebenfalls eine Erkennungsrate von über 80% erreicht werden. Wie das letzte Testbild zeigt, schafft es der Prototyp auch, Bilder mit einer hohen Auflösung zuverlässig zu verarbeiten und gute Erkennungsraten zu liefern. Der Prototyp schaffte es dabei, verwendbare Erkennungsraten bis zu einer Maximalanzahl von 105 bzw. 172 Personen abhängig vom verwendeten Testdatensatz zu erreichen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Präsentation mein Masterarbeitsthema verständlich näher bringen und vielleicht habe ich ja das Interesse des einen oder anderen an KI-basierten Verfahren wecken können.